Hilfe der Imper oder wie die heißt. Ne, der anderen, die ich ja bezwungen habe und die mir den Gerudo-Pass gegeben hat. Und bekomme dann die Kraftarmbänder, mach mich groß und komme dann wieder hierher. So, Zelda! Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Nein, die Eule! Das Masterschwert sei dir ein Ruder auf deinem Weg hin und zurück durch die Strömung der Zeit. Der Hafen der Zeitwanderer liegt in der Zitadelle der Zeit. Willst du den Wüstenkolos betreten oder den Geistertempel eindringen, musst du wieder zurück auf den Wellen der Zeiten. Höre nun das Requiem der Geister. Es wird dich als Kind in die Wüste zurückbringen. Das geile Lied! Nee, Quatsch, hast du das Feuerlied? Dim, dim. Yeah, das ist geil, Alter. A, R, A. Dann kommt T, R. Okay, doch nicht. Ja, ist gut. Oh, die blöde Eule, stirb, stirb! Hoffentlich kommt ein Meteorit und dann voll auf den Kopf und Headshot und dann ist sie tot. Okay. Ja, sie haut ab. Tschüss. Bis nie mehr wiedersehen. Ja. Du hast das. Ja, schön, interessiert mich nicht. Jetzt verschwindet sie wieder auf mysteriöse Art. Okay. Okay, ich verstehe nicht, wie sie das bewirken kann. Ja, die hat ja einen Teil des Triforce irgendwie in sich. Egal. Granate des Lichts. Karate? Okay. Dann legen wir das Masterschwert wieder zurück. Naja, ich finde es irgendwie blöd. Ich habe es gerade erst wieder aufgenommen und jetzt muss ich es wieder ablegen. Na egal. Muss man wohl. Das hätte ja die Zitadelle keinen Sinn. Irgendwie. Hüpp. So, jetzt versuche ich nochmal das Lied zu spielen. Nochmal. Hä? Ah, okay, nochmal. Dim, dim. Teleport. Okay, Wüstenkoloss, als kleines Kind. Ich war eigentlich noch niemals als kleines Kind im Gerudo-Tal, fällt mir gerade ein. Werde ich irgendwann mal machen. Was? Leben? Mist. Nein! Ich gewinne das Wettrennen. Nein! Oh, dammit, er hat gewonnen. Los, springen! Oh, Alter. Gerade so. Was wäre es abends geworden? Und da steht sie jetzt. Ach ja. Herz? Oh, Herz. Oh, der ist hier noch so klein. Oder? Ist das Impa? Ich habe dich noch nie gesehen, Kleiner. Was willst du hier? Ah. Eigentlich nichts, ne? Du hast nichts Besseres zu tun? Du kommst wie gerufen. Kannst du mir einen Gefallen tun, Kleiner? Moment mal, du bist doch nicht etwa einer von Ganondorfs Anhängern, oder? Ich hasse Ganondorf. Ach was. Du bist ganz schön mutig. Ich glaube, ich mag dich. Aber erst will ich mich vorstellen.
Ich bin die Gerudo-Kriegerin Naboru. Ich gehe lieber alleine auf Beutetour. Schön für dich. Und noch etwas, solltest du wissen. Gendorf und ich gehören zwar demselben Volk an, doch wir sind grundverschieden. Gendorf und seine Anhänger haben auch Frauen und Kinder beraubt, ja sogar getötet. Och, wie schrecklich. Wisse, das Gerudos Geschlecht besteht nur aus Frauen. Nur alle 100 Jahre wird ein Mann geboren. Auch wenn es unser Gesetz ist. So will, dass dieser Mann der König der Gerudo wird, so schwöre ich Gendorf niemals im Leben.